So, wir sind jetzt ans Meer Richtung Belgien unterwegs und wir sind eine sehr, sehr schöne Strecke gefahren. Endlich mal nicht über Köln, Darmstadt, Köln und dann Aachen Richtung Belgien, sondern jetzt sind wir mal gefahren über, ja, unten Bingen am Rhein und dann Lüttich und jetzt sind wir in Hassel zurzeit. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin noch nie mit diesem großen Akku so eine weite Strecke gefahren. Ich habe den im Dezember bekommen und sind doch immer eher kürzere Strecken gefahren. Und jetzt auf der großen Tour jetzt gerade hier sind wir jetzt fast 4 Stunden durchgefahren. Und das steht mir jetzt irgendwo hier oben so nach dem Motto, ich muss mit dem Benziner immer durchfahren, 8 Stunden. Nee, musste nicht. 4 Stunden reicht. Mir steht es jetzt so ein bisschen hier oben schon. Und wir haben jetzt echt eine Pause gebraucht. Das war eine Punktlandung hier in Hasselt. Wir sind mit 2% angekommen, also wirklich perfekt. Ich bin ja mit 97% losgefahren. Wir sind mit 2% angekommen und der hat dann direkt 170 kW reingeknallt. Hat so super schnell geladen. Und ich werde ihn jetzt auch direkt wieder voll machen, so auf 98%. Dann haben wir dann im Prinzip vor Ort auch wieder am Meer noch genügend drin. Also es ist alles gar kein Problem. Das heißt also, ich lade immer so, dass ich möglichst nah ans Ziel fahre. Und den letzten Supercharger vorm Ziel sozusagen, den benutze ich, um dann eben möglichst viel noch vor Ort zu haben und dann gar nicht laden zu müssen. Das sind jetzt noch 90 Kilometer. 90 Kilometer bedeutet vielleicht nochmal 20% weg. Das heißt, ich komme mit 80% vor Ort an und dann habe ich vor Ort genügend im Akku. Und dann auch wieder von da aus zurückzukommen Richtung Darmstadt, also gar kein Problem. Jetzt habe ich gedacht, hier wäre es nicht so tropisch. Es ist auch nicht ganz so tropisch, aber trotzdem auch warm und heiß. Also definitiv. Ja, ich zeige euch mal ganz kurz die Lader. Das kann ich gerne mal machen. Wir gehen da mal ganz kurz hin. Hier sind nämlich doch tatsächlich auch viele, die ich gar nicht kenne. Aber hier in Holland ist sowieso Laden ohne Ende. Da gibt es keine Probleme. Und ich drehe einfach mal um und sage dann auch schon mal direkt wieder Tschüss. Also hier sind erstmal die Tesla Supercharger ohne Ente. Und darüber gibt es ein... So Orange-Lader habe ich noch nie gesehen. Orange und Fastnet-Lader. Da drüben noch ein paar Hyper-Lader, irgendwas, keine Ahnung. Aber hier gibt es genügend. Und auch verschiedene Elektrofahrzeuge, also nicht nur Tesla. Finde ich auch ganz gut. Und ich habe jetzt eine Familie gesehen, die haben sich einen Volvo gekauft. Die waren ganz stolz. Ich habe mir einen Volvo gekauft, Volvo gekauft. Schwede, Schwede. Da meine ich nur eine Echibage, Chinese, Chinese. Du hast aber auch noch einen Amerikaner, Amerikaner. Ich sage, ist doch egal. Tesla ist doch gut, auch wenn es amerikanisch ist. Ach ja, so geht das. Macht's gut. Bis demnächst. Der Jörg hier aus Hasselt, Belgien. Wenn mich nicht alles täuscht. Kannst du das bitte wiederholen? Ja, kann ich. Wenn mich das, also wenn mich alles täuscht, dann werden Volvo oder die Volvo-Fahrzeuge in China hergestellt. Oder liege ich da falsch?